Ich weiß, Sie haben alle nur gewartet, dass Sie endlich etwas über Automotive erfahren, und da bin ich. Bevor wir jetzt über die ZF reden, ich weiß, es ist so lange her, dass ich in einem Hörsaal spreche. Ich versuche, Sie alle mit Fragen zu bombardieren. Wofür steht ZF? Wofür steht das Z? Hat jemand eine Idee? Ja, Mist. Das ist das Blöde, wenn man mit schlauen Leuten zusammenhängt. Die meisten sagen Zeppelin. Ist aber falsch, es ist tatsächlich ein Zahnrad. Und darum, warum steht jemand hier, der über Zahnräder spricht, wo wir über Software sprechen und über Sustainability? Dazu möchte ich Sie auf eine kleine Reise mitnehmen. Erstmal, ich habe gar eine Folie über mich. Wer bin ich? René Deist. Die letzten 10 Jahre bin ich gereist durch die Welt, von München nach San Francisco, dann in Shanghai, dann in Paris und vor einem Jahr zurück an den Bodensee gezogen. Und als ich Sie sah, dass es einen offensichtlich See René gibt, da dachte ich, da muss ich doch mit hinkommen. Den will ich jetzt auch mal gern sehen. Vom Bodensee zum See René. Wir schauen uns ZF an. Ganz kurz. Ah, hier kannst du ja sehen. Wir haben es trotz der Krise geschafft, der drittgrößte Automobilzulieferer der Welt zu werden. Mit fast, ich runde immer gerne auf, 40 Milliarden Euro Umsatz. Die 160.000 Mitarbeiter weltweit. Wir sind auf der ganzen Welt vertreten und haben es tatsächlich geschafft, positiv aus dieser letzten, ich weiß nicht, wie viele Krisen hatten wir, 2, 3, rauszukommen. Und wir sind jetzt schon wieder vorbereitet für die nächste Krise, die dann kommen wird. Wir sind ein Hersteller für Hardwarekomponenten. Sind wir? Tatsächlich möchte ich Sie heute möchte ich ein paar Minuten nutzen, um Sie alle auf den Weg zu, auf meinem Weg mit zu begleiten. Denn ich bin vor einem Jahr gefragt worden, ZF zu joinen, also bei ZF anzufangen, um die Digitalisierung, die alle Teilen vorhanden ist, aber nicht gut koordiniert war, in eine Spur und Richtung zu bringen. Vorher war ich CIO, CDO einer französischen Automobilzulieferfirma, Faurecia, für diejenigen, die es wissen. Übrigens, jede Art des Aussprechens des Namens ist freist ein frei erfundener Name. Und davor habe ich 16 Jahre bei Bosch gearbeitet, unter anderem in dem Vorstand der IT-Company, und habe das Bosch IoT-Ecosystem mehr oder minder aus der Taufe gehoben und auch die Bosch Cloud, die damals gebaut wurde. Größter Fehler, den ich gemacht habe, war aber lustig. Das Einzige, was sie die haben quasi denselben Technologie-Stack gehabt wie SAP, und die Bosch Cloud war damals 5 Minuten früher fertig als die SAP Cloud. Heute redet keiner mehr von der Bosch Cloud, aber sie war fertig. So, jetzt ZF. Wir sind ein Hardwarehersteller. Tatsächlich haben wir 4 wesentliche Gebiete, und für die zählen können, Sie sehen da 5 Namen, ich weiß, Sie wissen, es gibt 3 Arten von Menschen, ne? Die bis 3 zählen können und die es nicht können. Also wir haben Automated Driving als einen Aspekt, wo wir unsere Intelligenz einbringen. Wir haben Integrated Safety, wo Sie von dem allen Aspekten innerhalb eines Autos, das also das Auto sicher macht oder uns sicher macht, dann natürlich, also Menschen sicher macht, Motion Control, Think, Act, See, Sie kennen sicherlich den Slogan von ZF, und letztlich eine große Transformation, die elektrische Mobilität, Electric Mobility. Und alles, und deswegen ist der 5. Begriff in der Mitte, wird heute schon natürlich verbunden durch Software und auch durch einen hohen Bedarf an Transformation. Und da möchte ich drauf hinaus. Wir sind überall vorhanden, wir sind in den Passenger Cars, dann natürlich in den Commercial Vehicles und auch ähnliche Industrial Applications, was ich hier jetzt nicht drauf als Bild habe, auch große Windräder sind auch, ist ein sehr lukratives, gutes Geschäft. Wir wünschen uns, dass noch mehr Windräder gebaut werden, wie wir alle, nicht nur aus dem Geschäft, sondern weil es auch sinnvoll ist. Und natürlich ein Aftermarket, der das Gesamte abrundet. Und das macht die 40 Milliarden aus. Wir haben vor, 50 Milliarden zu schaffen, hängt davon ab, dass die Supply Chain auch mitmacht. Und das ist so der Spread. Dann höre ich jetzt mal auf, über ZF zu reden. Also wir sind ganz so wie jeder gute Automobilzulieferer. Im Schwabenländle sind wir überall vorhanden. Wir haben überall da, wo der OEM sein Werk hat, haben wir unsere Werke, und wir optimieren die Lieferkette, bla bla bla. Das kennen wir alles zu Genüge. Als ich angefangen habe, schon nach 2 Monaten, habe ich unserem CEO gesagt, wir haben ein tolles Unternehmen, aber wir machen nichts nachhaltig, nicht im Sinne der Sustainability, sondern Digitalisierung im Sinne einer Nachhaltigkeit. Das ist eine ganz einfache Formel, und dann kommen wir dann gleich zu Microsoft. Wenn ich aus Daten irgendetwas herausfinden möchte, also einen Wert schaffen möchte oder Sustainability machen muss, dann muss ich was tun? Ich muss die Daten sammeln. Das ist das allererste, was man tun muss. Das heißt, man braucht eine Cloud-Strategie. Und wir haben in ZF, oder muss ich meinen Kollegen, den Jürgen Sturm und das CIO,
hat eine fantastische Lösung, die sucht ihresgleichen. Also das kann ich, wenn da Interesse ist, mit dem CIO mal einen Austausch zu machen. Die Landing Zone, die da die IT-Mannschaften gebaut haben, sind, die suchen ihren Vergleich. Jedoch sind sie so gebaut, dass ich also montags diese Cloud, dienstags jene Cloud und mittwochs die andere Cloud machen kann, je nach Kundenbedarf. Und dann habe ich Conclusio gemacht, also das heißt, wir haben keine Strategie. Und so war es auch. Und so haben wir uns dann hingesetzt und haben gesagt, es gibt ja mehrere Aspekte, die gerade unsere Transformation befeuern. Das eine ist der Markt. Da haben wir das Thema E-Mobility. Und das ist nicht nur ein Wort. Wir werden gleich sehen, was da für Produkte rauskommen, was zu einer kompletten Transformation von Hunderten von Werken, von Tausenden von Mitarbeitern, von Portfolio-Umänderungen, von neuen Produktentwicklungen, von neuen Marktthemen nach sich zieht. Das heißt E-Mobility. Das ist nicht nur ein Wort. Und dann natürlich Software, da werde ich gleich Beispiele bringen, ist das dominante Thema für uns in der Automotive-Industrie wie für all unsere Partner. 7% ist momentan das Year-over-Year-Wachstum an Software in der Automotive-Industrie. Also da hinein zu investieren, ist einfach nur sinnvoll. Und dann speziell haben wir, vielleicht wissen Sie das, wir fahren unsere eigenen Autonomous Transport Shuttle, ATS. Die fahren jetzt schon auf eine, in Marburg, glaube ich. Es kann auch Magdeburg sein. Ich habe heute Morgen die falsche, also eine M-Stadt, fahren unsere Shuttle auf Straßen, noch auf eigenen Linien, aber haben jetzt die Möglichkeit, eben autonom Transporte, Menschen zu fahren. Und wir bauen das gesamte System, die Software, die Hardware, alles. Auch da Beispiele dazu. Das ist eine Transformation. Natürlich nach innen sind wir ein sehr, wenn Sie ein bisschen in die ZF-Geschichte hineinsehen, das haben alle gemacht, das weiß ich, dann wissen Sie, vor 10 Jahren gab es eine große Akquisition, TRW, und ZF sind zusammengewachsen und so sind wir dann ein großes, internationales, konzernhaftes Unternehmen geworden. Wir haben aber verpasst, unsere Strukturen, unsere Produktionsprozesse, unsere Methoden auch konzernhaft zu machen. Das machen wir jetzt gerade. Auch eine große Transformation. Und natürlich das Thema, eben Sustainability. Und da möchte ich hier eben, da werde ich dann abrunden und sagen, wie wir in der Industrie dort Lösungen finden können, um Sustainability abzubilden. Das sind für mich, es bildet der Rahmen meines Vortrages. Und Sie sehen in der Mitte etwas, was wir vor ein paar Monaten announced haben. Das ist nämlich die Conclusio aus der strategischen Diskussion. Wir haben eine Cloud-Strategie und wir haben gesagt, Cloud ist eben nicht nur Datensammeln und ist nicht nur eine Technologie, dass ich also in der Lage bin, Services zu entwickeln. Nein, es ist eine komplette Neuorientierung des Unternehmens. Wir haben einen neuen Marktzugang. Wir haben neue digitale Services, die wir bauen. Wir haben eine neue Methode, DevOps natürlich, die durchgehend im ganzen Unternehmen angewendet wird. Und wir haben alle Themen, die in der Fertigung wichtig sind, das Digital Twin, auch abgedeckt. Alles mit einem Schuss, alles in einer großen Transformation. Und da haben wir die große Partnerschaft mit Microsoft geschlossen, nämlich die ZF Cloud als Industrial Cloud für alle Aspekte, die ich gerade benannt habe, gleichhaft zu benutzen, um den Wandel zu beschleunigen. Fangen wir mal an. Der Markt. Ich fange an. Die Mobility, warum ist gerade der Automotive-Markt für Menschen, die in der IT und im Digitalen arbeiten, so interessant? Weil eben in der die Next Generation Mobility ist eben ganz was anderes als außer ich möchte von A nach B kommen, sondern jetzt gibt es die verschiedenen Methoden des Bewegens. Ich möchte den Weg optimieren. Ich muss in der Lage sein, je mehr Assistance-Funktion dieser ADAS-Services, ich in einem Auto verbaue, desto mehr muss ich mich konnektieren mit der Straße drumherum, mit der Infrastruktur drumherum. Insofern ist Smart City und Smart Mobility eins, sind keine zwei Themen. In Paris war ich noch Teil einer Arbeitsgruppe, die sich überlegt hat, was machen wir eigentlich, wenn ganz viele Autos wirklich autonom fahren, dann brauchen wir ja Schiedsrichter auf der Straße, wenn die sich alle gegenseitig blockieren wollen. Das heißt, die Ampeln müssen irgendwo was senden. Was senden die denn? Und dann sind es nicht nur Ampeln, da muss man auch Parkplätze machen, da muss man unter Umständen die Straßen anders bauen, weil wenn Autos, jetzt mal wirklich wild gedacht, nur noch fahren, braucht man keine Parkplätze mehr, etc. pp. Was heißt das für die Stadt der Zukunft? Und diese Arbeitskreise gibt es ja und daraus leiten wir dann ab, was für Services wir bauen wollen und welche Kooperationen und Ökosysteme wir eingehen. Klar, das Produkt der Zukunft, da bin ich relativ stolz, was Sie in der Mitte sehen, ist unser Pro-AI, da muss ich ganz kurz mal werben. Das ist der Computer, der heute autonomes Fahren in jedem Fahrzeug ermöglicht. Hochskalierbar, na jetzt mache ich gerade Produktshow, aber wichtig ist, wenn Sie anfangs gesagt haben, wir machen doch Zahnräder. Nein, wir machen tatsächlich, sind wir, wie Microsoft auch, ein Hersteller
einer Recheneinheit, ein Hersteller von softwaregestützten Lösungen. Und damit sind wir im Zentrum dessen, wir haben auch die Sensorik drumherum, die ganzen Informationen, die ein fahrendes, eine Mobilität sammelt, zu verarbeiten und in die Architektur des Fahrzeugs zu verbauen. Software-First-Approach ist damit eine ganz logische Folge, auch ganz für uns, für jemanden, der in der Automotive-Industrie arbeitet und weiß, ich habe früher bei Bosch gearbeitet, da hat man 13 Jahre in die Zukunft geplant. Kann man sich das vorstellen, 13 Jahre. Und ich war Teil von Meetings mit dem Bosch-Geschäftsführer, wo dann der Bosch-Geschäftsführer gefragt hat, ja, aber im Jahr 12, da gibt es eine Abweichung von 2%, warum? Zu No More Fixed Product Cycles. Was das bedeutet, ist, also bei ZF habe ich diese Phasen natürlich nicht mitgemacht, ich habe bei Bosch mitgemacht, aber die beiden Firmen sind relativ identisch. Was das für die Kultur bedeutet, dass ich diese ganzen Entwicklungszyklen rausnehme, dass ich eben tatsächlich Over-the-Air-Updates fahre, dass ich ein Produkt verbaue, das sich über die Zeit verändert, wie uns das Elon Musk perfekt vormacht, das hat für uns eine hohe Veränderungsnotwendigkeit in der Produkterstellung, Hardware wie Software. Dass wir agil arbeiten, klar, und Software jetzt, die in den Divisionen verteilt sind, zusammenführen logisch und dann mit einem DevOps-Stream auch zusammenführen. Das heißt, Software ist das essentielle Element, das uns neben der Hardware den Zukunftsmarkt ermöglicht. Und es gibt immer so dieses Wort, dass das Auto ja das wie ein iPhone ist in Zukunft. Ne? Das stimmt, aber es ist ein iPhone, das 1,5 Tonnen wiegt und 200 km/h fährt. Das heißt, man muss auch Know-how haben, wie man die Hardware baut. Beides ist notwendig. Und dann geht es weiter. Da gibt es einen Artikel, der ist vor kurzem von unserem CEO mitgepusht worden, wo wir unser Dual Operating System, also eine Art, wie schaffe ich es, ein Unternehmen ZF zu bauen, das sowohl ein zuverlässiger Lieferant in der Automotive Supply Chain ist, planbar für den OEM etc. pp., aber auch Instagram, also auch schnell und Fail-Fast-Fail-Cheap-Aktivitäten macht. Und da haben wir, das nennen wir Accelerators, Digital Accelerator, in unserem Unternehmen gegründet, die in der Lage sind, all diese Services, die aus der Sensorik heraus entstehen, zusätzlich mit anzubieten. ADAS-Services, die ein Fahrzeug halt attraktiver machen und damit auch den OEMs helfen, am Markt sich weiter zu diversifizieren. Und dann eins unserer Herzstücke, wo alle Elemente, die wir haben, zusammenkommen. Das ist dieses ATS, Autonomous Transport System. So sehen diese Shuttle aus. Wir bauen sie momentan selber, weil es eigentlich keinen gibt. Sobald ein VW, Renault auf die Gedanken kommt, das zu machen, geben wir es gerne wieder ab. Unser Ziel ist nicht, mit diesen Shuttlen großes Geschäft zu machen, sondern mit dem, was in den Shuttlen drin ist. Und das machen wir natürlich auch nur, wenn man mal schnell diese Shuttle, die sehen ja jetzt auf der ganzen Welt genauso auch, auch andere Hersteller haben ja dieselbe Form. Wenn Sie alle Shuttle auf der Welt mal zusammenzählen, dann wissen Sie, ist zwar toll, aber so richtig viel Geld kann man nicht damit verdienen, weil es einfach zu wenig, ne? Das Volumen ist nicht hoch genug. Aber was wir machen, sehr erfolgreich, ist, dass wir, was wir hier lernen, Produkt- und Software-Know-how, dann besonders im Commercial Vehicle einbringen. Und das ist der Unterschied zwischen Passenger Cars. Wenn Sie ein Auto kaufen, sind Sie sehr preissensitiv. Bei Commercial Vehicle ist das ein anderes Geschäftsmodell. Da ist das Preis, der Preis des Fahrzeugs ist in dem Geschäftsmodell des Unternehmens schon inkludiert. Da hat man also andere Möglichkeiten, Margen zu kreieren. So, und dieses ganze Ökosystem, das läuft, wird gerade getestet, sind wir auch sehr stolz, dass wir das ZF Friedrichshafener Software-Know-how hier verwendet wird, um autonom zu fahren auf deutschen Straßen. Und auch natürlich auch international. Ein anderer Use Case, auch jetzt live gegangen ist, dass wir in diesen Emergency-Situationen helfen, Dinge miteinander, Menschen und Dinge miteinander zu vernetzen. Und Sie sehen immer, habe ich da unsere ZF-Cloud dazu gepackt, das war der Grund, warum der Ansatz der digitalen Transformation zunächst erstmal ein Ansatz in Cloud und Cloud-Services, DevOps-Services und diesen Stream ist, weil wir da sehr viel Möglichkeiten, also sehr viel Enablement haben. Und hier diese Fire Rescue, also das wären sowohl die verschiedenen Fahrzeuge miteinander verbunden, aber auch, was Sie sehen können, die Produkte, die man braucht, ein Defibrillator etc. pp., auch die, also Verfügbarkeit etc. pp. Das wird dann zentral koordiniert und ein Service, der tatsächlich eben auch hilft. Ja, ne, ZF connects everything. Marktseite. Die Essenz ist, Software ist wohl doch wichtiger als ein Zahnrad. Und das eröffnet uns auch weitere Möglichkeiten zu wachsen. Wie gesagt, die 50 Milliarden stehen ja schon auf einer Folie.
Jetzt schauen wir mal nach rechts in die Firma hinein. Ich habe jetzt hier bewusst so ein Bild gewählt, das ähnlich aussehen soll wie das Fahrzeug, das mit Sensoren auf die Straße schaut. So machen wir es auch. Wir haben hier, auch mit Microsoft, das ist jetzt Zufall, aber auch eine Partnerschaft gemacht und wir haben unsere Manufacturing-Plattform gebaut, die im Grunde ein Digital Twin eines Werkes darstellt. Und für, ich weiß, Sie waren alle sehr schnell, Sie haben gesehen, 183 Werke, das skaliert ja unheimlich und das ist auch tatsächlich so, wenn wir unsere Maschinen, unsere AGVs, unsere Förderbänder, Menschen, keine Sorge, Betriebsrat, wir machen das nicht mehr Menschen, aber wir können Helme zum Beispiel zählen, wenn wir all das, alle Elemente, die am Werk sind, Daten senden lassen und diese Daten dann auf einer Map drauflegen, habe ich automatisch eine Kapazitätsplanung on the fly und ich habe die Möglichkeit, autonome Steuerung zu machen und das machen wir. Wir haben, also auch da, ganz wichtig, wir beginnen mit der Production Line, dass wir also eine Produktionslinie damit automatisieren, wir gehen dann in das Werk hinein und dann natürlich zwischen den Werken, dass wir die Lieferkette in einem ZF-Universum optimieren. Da haben wir Lösungen da, Use Cases implementiert, auch hier im Wesentlichen Software und das ist halt, naja, das Digital Twin, das wissen Sie, ist so wie, habe ich gestern Abend mal gesagt, wenn Sie Autofahren vergleichen mit Raumschifffahren, was ist der Unterschied? Im Raumschiff hat man keine Windschutzscheibe, man hat auch kein Lenkrad, man hat einfach nur KPIs, an denen man rumdreht. Ne? Jetzt ein bisschen links, ein bisschen rechts und so weiter, das ist die Geschwindigkeit. Und genau so steuert man ja im Grunde sein Werk auch, ne? Dass man in der Lage ist, durch Digitalisierung, eben die Prozesse zu steuern, What-If-Szenarien zu machen und so weiter. Auch in unserer ZF-Cloud. Das ist eben wichtig, dass wir in der Lage sind, das ganze Unternehmen zu transformieren. Jetzt auch hier ein Wimmelbild, also Frau Kehr ist nicht mehr da, will sagen, dass wir diese Cloud, wir haben da einen Namen für gefunden, nennen wir Digital Manufacturing Platform, DMP, wie immer Abkürzungen, nutzen wir als zentraler Bestandteil, um alle unsere Use Cases abzubilden, einmal und dann über alle Werke zu skalieren. Und wir verbinden natürlich damit die Clouds unserer Kunden und auch weitere Supplier, die wir haben und bilden so ein Ökosystem. Und die Themen, die wir abbilden, sehen Sie unten. Das ist aber auch nichts Besonderes. Das ist das, was Sie alle auch in Ihrem Unternehmen machen. Sobald Sie Fertigung haben, werden Sie genau ähnliche Control Tower Themen abbilden. Sie werden Shopfloor Management abbilden, Analytics auf dem Shopfloor etc. Ich möchte aber jetzt auf das Thema Sustainability kommen und dann auch diesen letzten Aspekt meines Vortrages ein bisschen weiter ausbreiten, nämlich das Ganze, und das hat mir heute Morgen eigentlich bei der Frau Kehr so wunderbar gefallen, in dem Vortrag zu sagen, die Lösung, die wir, wenn wir das Thema Sustainability, CO2 Carbon Footprint erreichen wollen, ist ja in der Verbindung der Daten. Sie sagte, wir müssen die Daten sammeln. Und ich sage, wir müssen nicht nur Daten sammeln, auch verstehen können. Und deswegen ist, als wenn ich jetzt nach unten gehe, das Thema Environment, habe ich mir hier zwei Folien geliehen von dem Catena X. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wer kennt Catena X? Yay! Hey, cool! Alle sind wach. Das ist ja wie in der Schule, sehr schön. Kann ich mal einen Gastvortrag oder eine Vorlesung halten? Das macht echt wieder Spaß, so wie früher. So, Catena X, kleine Trivia-Information. Der Name kommt von ZF. Wir sind Gründungsmitglied und wir haben das Ausschreiben gewonnen. Thomas Rösch, ein ZF-Mitarbeiter, hat den Namen so vorgeschlagen. Das ist die Verkettung, zunächst getrieben von BMW als allererster, dann von ZF, SAP, Telekom, VW ist dazugekommen, etc. pp. Heute sind wir ein großer Verein. Und da ist die folgende Frage. Wir alle haben zum Beispiel das Lieferkettengesetz abzubilden, was ja eine hohe, sagen wir, eine Verknüpfung von Informationen in der Supply Chain ist, damit ich eben Zertifikate nachhalten kann. Und das andere Thema ist natürlich auch Transparenz auf Basis von gemeinsamen Daten in der Supply Chain zu schaffen, um Sustainability, also den CO2 Footprint Proof zu lösen. Sie sehen da die ersten Use Cases, die dieses Konsortium jetzt in dem Moment gerade löst. Und da wäre also mein Vorschlag, mein Petitum an uns alle, wenn Sie noch nicht Mitglied sind von Catena X, wäre das jetzt der Moment, sich damit zu beschäftigen? Denn da entstehen Lösungen. Das, was noch heute Morgen als, ich weiß nicht, wo ich die Daten herkomme, als Frage im Raum stand, ist schon heute Nachmittag eine Antwort. Nämlich da kommen Sie her. Und die Daten, die Firmen, die alle dabei sind, das wird übrigens auch gefördert vom Bundesministerium. Leider übrigens Gaia X ist jetzt aus der Förderung rausgeflogen, habe ich vorgestern gelesen, aber das nicht. Wird weiterhin sein, dass wir eben diese Use Cases, wie sie dort aufgetragen sind,
beschreiben, die sind beschrieben, Lösungen bauen und dann ist jedes Partnerunternehmen angeraten, das in die eigene Supply Chain zu implementieren. Und es geht weiter, wie Sie sehen, Quality Management, dann das Thema Traceability, großes Thema, gerade in der, also in jeder Fertigung natürlich, aber in der Automotive besonders, etc. pp. Dieses Catena X ist für mich die erste Antwort, wo Software und IT-Services tatsächlich konkret helfen, Sustainability-Ziele zu erreichen. Denn ich denke, ich kann hier für alle Unternehmen sprechen. Für uns ist Scope 3 das Wichtige. Scope 1, also das, was ich bei den CO2-Zielen zu erreichen habe. Ich glaube, Microsoft hat so eine ähnliche Verteilung. Das ist 1%. 1% des CO2-Footprints, den unser Unternehmen zu bewerkstelligen hat, ist in Scope 1. Und dann Scope 2, habe ich die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber die ist auch relativ also ist auch klein. Und der überaus größte Teil ist in den Scope 3, Upstream und Downstream. Und das, da müssen wir unsere, da war auch die Frage, wo soll ich meine Euros investieren? Ja, da, in die Lieferkette. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass wir alle Daten nicht nur sammeln, sondern auch Daten gleich verstehen. Denn eine Konsolidierung von CO2-Kosten kann man nur dann erreichen, wenn ich sie auch finde. Und wir haben sicherlich noch Unternehmen in dem Catena X-Verbund, die am Ende des Monats einen Leitsordner öffnen, um nachzuschauen, was habe ich für Energiekosten gehabt. Das ist ja auch noch Realität. Und dann ist eben die Cloud auch hier, wie bei den anderen beiden Themen, die ich gesagt habe, also die Transformation des Unternehmens zum Markt hin, die Transformation des Unternehmens für die Produktionsprozesse, die inneren Prozesse. Ich habe noch gar nicht über unsere Geschäftsprozesse gesprochen, wo ich auch sehr viel Energie investiere. Allenthalben ist der Ansatz zu sagen, okay, wir gehen in die Cloud, wir nutzen die Fähigkeiten des gemeinsamen Austausches, die Fähigkeiten des Vergleichens, des Control-Towerns und des Benchmarkens in so einer Form, dass wir Rückschlüsse auf die Lieferkette bilden können. Nicht nur wissend, wie ist unser Footprint, sondern dann eben auch steuern, wie kann ich den Carbon Footprint eben reduzieren. Und deswegen möchte ich abschließen und sagen, all das habe ich Ihnen erzählt, weil ich eigentlich die Cloud erzählen wollte. Und kleiner Disclaimer, diese Präsentation nutze ich natürlich auch oft intern. Und intern muss man noch viel mehr erklären, was Cloud ist. Das ist hier in unserer Runde natürlich nicht der Fall. Aber es ist halt wichtig, es ist nicht ein Tool, sondern es ist eine Technologie, klar. Aber es ist eine neue Arbeitsweise. Menschen arbeiten zusammen, die noch nie zusammengearbeitet haben. Ich habe beispielsweise in unserem Vorstand mal die Frage gestellt, was heißt eigentlich agil? Und da kamen natürlich Antworten wie flott. Ja, wir sind alle softwareaffin, wir alle wissen das, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass außerhalb dieses Raums das Thema, das wir hier besprechen, hochkomplex ist. Also so komplex, dass die Leute sich wegdrehen, weil es einfach zu schwer ist. Also agile Methoden, Methoden der Zusammenarbeit, Methoden der Erfolgsmessung und deswegen auch Kultur. Also was ist eigentlich die Organisation der Zukunft? Und das ist jetzt gerade eben mein prominentester Auftrag in unserem Unternehmen, ist zu überlegen, given the fact, also wir nehmen an, wir haben jetzt all die Automatisierung, die ich vorantreibe in den Geschäftsprozessen, die Automatisierung in den Produktionsprozessen und wir haben auch Zugänge für den Markt. Was ist denn die zukünftige SG&A, so nennen wir das bei uns, also die Organisationsstruktur der Zukunft? Was brauchen wir denn? Wie viel HR-Management brauchen wir? Wie viel Controlling-Management brauchen wir denn, wenn wir alles automatisiert haben? Das wollen wir jetzt wissen, damit wir uns jetzt darauf vorbereiten können. Und dann eben auch, deswegen ist eben dass dieses Thema in der Summe Digitalisierung ist so breit, dass wir eben nichts weniger als das gesamte Unternehmen verändern. Und wenn wir über Sustainability nachdenken, ist es nichts weniger als die gesamte Welt. Gibt es Fragen? Das ist ein großartiger Vortrag. Gibt es spontane Äußerungen? Ja, genau. Also tatsächlich machen wir das schon, aber nicht auf der Straße, sondern AGVs im Werk. Das gibt es auch einen ganz normalen Angebotsprozess. Wenn Sie mehrere AGVs fahren, dann fragen Sie einfach nach auf einer Plattform, wer kann jetzt am günstigsten mir das Produkt A oder das Rohmaterial A zur Station B fahren.
Und dann machen die einen schnellen so einen Bieterprozess und dann kriegt der, der gewonnen hat, der bekommt den Auftrag und der fährt dann. Also es ist tatsächlich, die Lösung gibt es schon und es ist genau richtig. Genau richtig. Ja. Bitte schön. Ja, danke für den wunderbaren Vortrag. Auch danke an die Frau Apfel für den wunderbaren Vortrag. Darf ich Ihre Frage an beide richten? Ja. Bei der Gelegenheit, es ist klar, dass ein Teil der Lösung für Sustainability in der Cloud liegt. Richtig verstanden, richtig skaliert, mit den richtigen Partnern. Was mich ein bisschen umtreibt in den letzten Wochen aufgrund der Abhängigkeit in der Energiefrage, die wir gerade erleben, was das bedeuten kann, manövrieren wir uns nicht möglicherweise auch in eine Abhängigkeit von Cloud-Anbietern, von Ländern, wo es vielleicht wieder einen Präsidenten geben kann, der sagt, das ist obsolet, die Partnerschaft? Wie sehen Sie das? Ich habe keine Antwort. Also tatsächlich, ich beginne mal, wenn Sie gerne danach. Also ja, das tatsächlich diskutieren wir das. Deswegen bin ich auch überhaupt nicht froh, dass Gaia-X jetzt nicht gefördert wurde, weil Gaia-X war ja genau das, was Sie sagen, ein Regularium, an dem sich alle halten müssen. Und dann haben wir eben eine Sicherheit gegen diesen Login-Effekt. Jetzt ist aber, was ich jetzt ganz persönlich lerne aus dieser fatalen Krise, ist, dass auch Verträge nichts mehr wert sind. Also die Frage ist also, wie tief muss ich ansetzen und was muss ich das? Ich habe dazu keine Antwort. Wenn wir annehmen, dass ein Vertrag, dass man sich verträgt, deswegen machen wir einen Vertrag, ne? dass das die Grundannahme ist, dann würde ich sagen, wir müssen alle Anstrengungen politisch nehmen und nochmal hinterfragen, warum wurde Gaia-X gestoppt, weil das ist genau der richtige Ansatz. Nicht die Technologie nochmal neu erfinden, die gibt es ja, habe ich ja schon gemacht, habe ich ja gesagt. Nein, eben die Regularien so schaffen, dass wir alle einen sicheren Raum haben. Das ist das. Aber wenn die Verträge nicht mehr gelten, dann bin ich tatsächlich überfragt. Tatsächlich. Ne? Schön. Ja. Dann nehmen Sie die. Ich würde gerne Ihnen drei Antworten geben. Ja. Ich habe das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, ich muss mein Ökosystem darauf managen und durchoptimieren. Das habe ich versucht zu erklären. Ich habe das Thema genauso wichtig, Souveränität. Das heißt, inwieweit bin ich abhängig von anderen oder kann ich zum Teil unabhängig agieren? Und als Bank ist dann für mich immer die Frage, ich brauche eine Exit-Strategie, also so nett Microsoft auch sein wird. Ja? Ich brauche immer eine Parallelstrategie. Ich muss mir überlegen, wie eine Parallelstrategie, wenn was passiert etc., wie komme ich aus so einer Abhängigkeit wieder raus? Das dritte Thema ist das Thema Sicherheit. Wer von Ihnen ist durch Log4j gegangen in den letzten Monaten? Wer von Ihnen hat versucht, alle SaaS-Provider zu erreichen, um zu sehen, ob die ihre entsprechenden Plattformen durchoptimiert haben nach Log4j? Dieselben Hände bitte nochmal hoch. Ja? Also das Thema ist für mich eben auch, wie managt sich so ein Ökosystem bezüglich Sicherheit? Und das sind für mich so, ja, wahrscheinlich komme ich, wenn ich noch 5 Minuten habe, auf Punkt 4, 5, 6, aber es wären so die drei die hauptsächlichen. Man kann nicht nur auf Nachhaltigkeit optimieren, man muss gleichzeitig auf Souveränität und ganz besonders wichtig heutzutage auf Sicherheit durchoptimieren. Ja? Ich bleibe mal stehen bei Ihnen, ja? Weniger Angst vor Microsoft und Co., den Top-Firmen. Ich habe Angst vor Politikern, die durchdrehen. Ja, genau. Und jetzt genau. Knipsen wir mal Europa aus. Genau. Ich meine, jetzt brutal und überzogen. Ja. Die Hersteller sind das Problem. Ja, weil also so, solange wir noch an Profit glauben, na, dann wird sich das durchsetzen. Das wird also, eine Deutschland-Cloud kann auch sinnvoll sein, da gibt es eigene Argumente dafür. Aber genau das ist das Problem, ist, was die anderen machen. Die Informationskrieg, der wird ja jetzt schon ausgenutzt. Da wird also Technologie durch Politik genutzt. Das muss man ganz klar so sehen. Ne? Und das ist, ich teile Ihre Ansicht genau, das kann ja auch überschwappen in andere Technologien. Und was passiert dann? Ne? Ja. Vielleicht als kurze Antwort. Ich bin jetzt, wenn ich 10 Jahre zurückgucke, da war ich Microsoft CIO in Deutschland. Da haben wir schon über Deutschland Cloud gesprochen. Also im Endeffekt ist das für mich auch leider immer wieder ein Thema, was zurückkommt in der einen oder anderen Form etc. Weil wir genau in diesem Zwischending sind, zwischen
Standard-Service-Providern und dann brauchen wir was Lokales in Deutschland. Also ich weiß, damals hat Microsoft noch mit der Telekom eine Deutschland-Cloud announced. Also das ist ein Thema, was für mich, wo ich immer lese und sage, ja, wann denn endlich? Wann haben wir es denn endlich? Ja, wie ist denn das eigentlich mit Catena X? Ist das rein deutsch? Nee, oder? Nein, nein. Ist auch, also französische Unternehmen kommen jetzt mit hinzu. Es gibt ja wie Gaia X, die Bruno Le Maire und Alt, da war es noch Altmaier. Nein, nein, es geht auch außer Automotive. Deswegen, Also bitte laden Sie sich rein, Catena X Website. Ich habe übrigens, wir sind Gründungsmitglied, wir sind auch im Vorstand, unser CIO ist dort im Vorstand. Und es ist natürlich Non-Profit. Also ich bin nur der Meinung, das ist ein Lösungsweg. Deswegen möchte ich jeden aufrufen, sich zumindest damit zu beschäftigen. Besonders SMEs. Weil da ist ja immer die Frage, wie viel kann ich selber investieren und wie viel kann ich einfach kaufen? Das wäre eine Frage. Ne? Ja. Gerne. Eine Anmerkung dazu. Als erstmal auf das Catena X eingehen. Ja. Taxelmeier, also ich kann nur bestätigen, wir haben alles getan, dass wir in die Plattform mit reinkommen, Catena X. Ich halte es für einen exzellenten Ansatz, weil wenn wir als Zulieferer OEMs mit Daten versorgen müssen, Daimler so, BMW so, ja, genau. Tesla so, ich wäre irgendwann verrückt und kann die ganzen Schnittstellen gar nicht mehr managen. Deswegen dessen, was Gaia X eigentlich vorbereitet hat. Also vielleicht ist das gar nicht so schlimm, dass wir uns jetzt auf Catena X positionieren. Zum Thema Cloud gibt es ja die Frage, gehe ich komplett in die Cloud oder bin ich teilweise in der Cloud? Dazu wollte ich was sagen. Ich habe das Thema bei uns diskutiert und wir haben eigentlich zwei Themen aufgemacht. Ich habe es Cloudomat genannt. Also wie der Walomat ist der Cloudomat. In der Cloudomat, ich muss mir zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist, ist der Prozess, mit dem ich rausgehe, Wettbewerbsdifferenzierung? Der zweite ist das Datum, das ich rausgebe, Kronjuwel. Wenn beides nicht ist, kann ich in den Public Cloud gehen. Also Betriebsgastronomie, Reisekostenabrechnung, Software as a Service raus damit. Wenn ich über Entwicklungsthemen rede und meine Entwicklungsthemen, ähnlich wie bei euch, gibt bei uns, sage ich mal, einen Mehrwert Kronjuwel. Cloud ja, aber dann muss es die Cloud Private sein. Genau. Aber sonst absolut davor. Danke an beide Vorträge, weil beide waren super. Hier war noch eine Wortmeldung. Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung zu Catena X. Sie setzt auf Gaia X auf und Gaia X ist nicht übergeführt worden in europäische Initiative. Okay. Deswegen ist die BMW in der direkten Förderung raus. Das ist eine übergeordnete europäische Initiative und läuft. Okay. Es wird für die allgemeine Industrie ein Manufacturing X geben. Das ist eigentlich beschlossen. Das ist offiziell, ist eigentlich beschlossen. Das wird kommen, weil Catena X in den Use Cases einen sehr starken Automotive. Es geht an den Link der Automotive. Das stimmt auch, ja. Und mit schon ein paar Spezifikas da drin für die allgemeine Industrie passen dann alle. Es wird so ein Manufacturing X geben. Ja. Und das bestätige ich auch sofort. Also mit Gaia X, das habe ich nur als Nachricht gelesen. Das ist eine gute Nachricht, die Sie erwähnen. Danke dafür. Und ja, heute ist Catena X einfach, das war eine self-fulfilling prophecy. Also wenn Auto, die OEMs und die Supplier, die OES, sich zusammenrotten, hat das natürlich erstmal einen hohen Bezug dazu. Das stimmt schon. Aber mehr und mehr kommen. Und die Zukunft ist ja offen. Wollen wir bei einem Kaffee weiter diskutieren? Dann würde ich Sie nach oben bitten. Vielen Dank an alle. Genau auf den Punkt. Ja?